6:2 gegen Moskau in diesem Jahr. Hier im Training noch verletzt. Die Mannschaft von Espanyol Barça, Träume müssen nicht immer Schäume sein, aber seien Sie nicht zu enttäuscht. Bei Werder Bremen gegen Hellas Verona beim 1:1. International sehr erfahren. Und so eine Stimmung habe ich in diesem Stadion noch nie erlebt. Premiere erstmals ausverkauft. 20.000 rot-weiße Bayer-Fähnchen wurden verteilt. Und 5.000 blau-weiß gestreifte spanische Fans sind im Stadion. Und der Anstoß, Espanyol Barcelona, blau-weiß gestreift von Rinzol. Und? Meine Güte, was für eine Chance da vorne. Da war noch ein Spieler von Espanyol Barcelona dazwischen. Und so gibt es den ersten Eckball für Leverkusen durch Peter. Das wäre so ein frühes Tor. Das würde Kraft freisetzen. Ja, und Zeit haben sie natürlich. Peter, und kein Tor, sagt der Kaiser. Ja, Peter hat es noch gar nicht mitbekommen. Protestiert drüben auf dem Rasen. Schiedsrichter Kaiser versagt diesem Tor die Anerkennung. Und gibt, der Ball war frei. Hier kommt die Zeitlupenwiederholung. Frank Mill hat neulich in der Bundesliga so ein Tor geschossen. Ja, ein Mann, der permanent in Bewegung ist. Javier Clemente, der kleine Baske, zweimal Meister mit Atletico Bilbao in Spanien. Musste als 18-Jähriger schon seine aussichtsreiche Fußballkarriere beenden, wegen einer schweren Verletzung. Ja, Sie haben wenig gesprochen über das 0:3 im Hinspiel. Sie haben Optimismus gespürt, Erich Ribbeck und Gerd Kenschke, sein Assistent, bei ihrer Mannschaft einen leichten Optimismus. Leverkusen, nur noch 45 Minuten Zeit für die Bayer-Mannschaft aus dem 0:3 Rückstand ein Best. Ja, und sie haben Grund zum Feiern, wie Spanien überhaupt im UEFA-Pokal 8-mal gewannen. Mannschaften von der britischen Insel, 8-mal bisher spanische Mannschaften, diesen europäischen Wettbewerb. In 35 Minuten gehört dieser Pott vielleicht der Espanyol, aber was? Missverständnis, Tita! Tor! Und Kaiser gibt es! Tita! 1:0! Und Adas Aylık. Ich kann jetzt nicht für nichts mehr garantieren. Ich traue dieser Leverkusener Mannschaft mit dieser Steigerung alles zu. Herbert Baas leitet es ein. Zwei Spanier fälschen ab. Peter schaltet am schnellsten vor Bayern und Como. 1:0 Leverkusen. 57. Spielminute. Peter. Milton Queiroz de Paixão aus Rio de Janeiro, genannt Tita. Und jetzt müssten Sie mal hören, mal sehen. Ich hoffe, das kommt über unsere Geräuschmikros. Über. Und Zoll. So, Jungs, legt noch mal einen drauf. Räuber. Ja! Falco Götz!
63. Minute, Falko Götz, der Mann, der keinen neuen Vertrag bekommen wird in Leverkusen. Köln ist an ihm interessiert. Der Mann, der um einen Vertrag in der Bundesliga kämpft, aus der DDR gekommen. Die Wiederholung. Und er ist noch nicht mal eine Minute drauf. Klaus Täuber bereitet den Treffer vor. Was für ein Kopfball. Wunderbar. 2:0. Und Zoll. Und Tor! Ich werde verrückt. Schabum, 3:0. Tippi kneift nicht, das kann doch nicht sein. 3:0 für Bayer Leverkusen. Wahnsinn. 81. Spielminute von Zoll. Der Mann, der wie Herbert Baas im Spiel seinen Stempel aufdrückte. Schabum. Wie in alten Zeiten, ein prachtvoller Kopfball, 3:0. Wenn es dabei bleibt, gibt es hier Verlängerung. Noch einmal, von Zoll. Bum Kuncha, der Koreaner, bald wird er 35, 3:0. Wahnsinn. Wahnsinn, 3:0 für Leverkusen. Also vielleicht habe ich es ja geahnt, ich habe meinen Videorekorder daheim getimt bis 23 Uhr. Wer weiß, was da noch kommt. Achteinhalb Minuten noch. Ungeheure Begeisterung. Handspiel. Osada, ja. Und das ist ja der Pokal, um den es geht. Der genaue Wert ist nicht bekannt, aber der ideelle ist ungeheuer hoch. Und auch der finanzielle, wenn sich der Titelverteidiger qualifiziert fürs nächste Jahr. Versichert werden muss der mit 200.000 Schweizer Franken. Wolfgang Rolf hatte einen Traum, ich habe es Ihnen erzählt. Knut Reinhardt. Oh, und Wolfram Esser hat noch einen weiteren Interview. Die spanischen Kollegen sind unten auf dem Platz. Ole, hier ist es. Aber heute heißt das wirklich, oh Leverkusen, was habt ihr hier für eine prächtige Leistung geboten. Fries, es gibt Elfmeterschießen. Wolfram Esser hat Christian Schreier, bitte Wolfram. Und erster spanischer Schütz. Die Nummer 9. Pichi Alonso gegen Rüdiger Vollborn. Der heute Abend nicht viel zu halten hatte, steht jetzt im Blickpunkt. Von ihm kann es abhängen. Pichi Alonso. Eins zu null für Espanyol. Röhre Frankfurter, auch eher Ex-Nationalspieler, dem manchmal etwas das Temperament fehlt. Hoffentlich fehlt ihm nicht das Glück.
Falkmaier und Nocorno. Oh, ist das bitter. Armer Ralf. Und es kommt Hopp, die Nummer 2. Hopp gegen Vollborn. 2-0. Wolfgang Rolf. Kann schon der entscheidende Strafstoß sein. Kono fliegt in die verkehrte Ecke, 2-1. Es kommt Urquiaga. Urquiaga gegen Rüdiger Vollborn. Latte! Kein Tor! Es bleibt beim 2-1 im Elfmeterschießen und alles ist wieder offen. Oh, sehen Sie, Alois Reinhardt versunken. Herbert Waas. Trost für Urquiaga. Herbert Waas. Vielleicht das Spiel seiner Laufbahn. Tor! 2-2. 2-2. Mit ihm kam die Wende. Herbert Waas mit einem fantastischen Spiel. Und jetzt kommt die 14. Jetzt kommt Zuniga. Was für eine Dramatik. Vollmann 11! Vollmann 11! So, Täuber. Klaus Täuber. 2-2 im Elfmeterschießen. Viele mögen gar nicht mehr hinschauen von den Spielern. Täuber trifft! 3-2. Und Losada kommt, die 11. Der Mann, der das Spiel fast schon entschieden hätte, oder diese Finalspiele mit seinen 2 Toren. Losada gegen Vollborn, der rudert mit den Armen, Losada verschießt! Leverkusen gewinnt den Europapokal. Gewinnt dieses Elfmeterschießen mit 3-2. Ist UEFA-Pokalsieger 1988. Die vierte Mannschaft nach 2-mal Gladbach und 1-mal Eintracht Frankfurt, die diesen Pokal gewinnt.
bei den Landesmeistern, die Bayern, der HSV, Dortmund, Bayern und der HSV bei den Pokalsiegern. Und jetzt eine Nacht des Triumphes für Leverkusen.